Zuletzt bei Resident Evil 3. Jill hat sich dank des Impfstoffes vom T-Virus erholt und verfolgt nun Carlos in den Untergrund des Krankenhauses, um dort den Impfstoff zu finden. Denn nur wenn wir die große Menge Impfstoff finden, bevor die Raketen zur Vernichtung von Raccoon City gestartet werden, können wir den Untergang der Stadt vermeiden. Das Problem? Nemesis ist wieder aufgetaucht. Und irgendjemand hat uns die ganze Zeit beobachtet und Nemesis auf uns angesetzt. Wer ist der Strippenzieher? War es Nikolai? Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde, und oh, hier geht's nicht lang. Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Resident Evil 3. Wir werden aktuell von Nemesis verfolgt, beziehungsweise auch nicht, weil wir zumindest rechtzeitig eine Tür schließen konnten, ne? Und hier unten soll irgendwo Impfstoff sein, aber der Typ ist hinter uns. Es ist alles sehr verwirrend. Das findet alles unter dem Krankenhaus von Raccoon City statt. An alle Nest 2 Mitarbeiter. Ah, das ist ein zweites Nest. Die Ziele des dieser T-Virus-Forschungseinrichtung unterscheiden sich von denen der Nest-Haupteinrichtung. Wir konzentrieren uns hier auf reale Einsatzfälle, die bei der Entwicklung neuer Biowaffen auftreten, beispielsweise die Erforderlichkeit eines T-Virus-Impfstoffes oder auch neue Waffensysteme, da passt irgendwas nicht, mit der Fähigkeit, Biowaffen unter Kontrolle zu bringen. Einige Aspekte unserer Arbeit hier können gefährlich sein. Da ist es unerlässlich, dass alle Mitarbeiter die Arbeitsplatzvorschriften mit äußerster Sorgfalt einhalten. Insbesondere wird der unerlaubte Zutritt von nicht genehmigten Besuchern oder die Entfernung von arbeitsbezogenen Daten oder Materialien mit strengen Disziplinarmaßnahmen bestraft. Es ist eine große Ehre, Teil einer der besten Forschungsorganisationen der Welt zu sein. Halten Sie sich das immer vor Augen und befolgen Sie die Vorschriften, während wir neue und revolutionäre Technologien entwickeln. Und wir kriegen direkt eine Karte. Das ist schön. Und wir kriegen auch, warte mal, hier ein grünes Kraut. Aber es gibt noch mehr Loot hier. Aha, hier oben nochmal ein Schießpulver. Let's go. Okay, dann tun wir dich mal rein. Und das grüne Kraut auch. Und dann speichern wir an der Stelle ganz fix, Freunde. Und machen dann auch schon weiter. Ich bin sehr gespannt, was hier abgeht. Ich bin gespannt, wie oft wir Nemesis noch verprügeln müssen. Denn der Typ taucht immer und immer und immer wieder auf. So. Und jetzt heißt es, Augen offen halten. Wir sind im zweiten Nest. Wir müssen jetzt irgendwie rausfinden, wie es für uns weitergeht. Lebst du noch? Also wenn du gelebt hast, ist gerade eben dein Schädel explodiert. Dann lebst du jetzt auf jeden Fall nicht mehr. So, und der lebt auch noch. Das wollte ich auch gerade überprüfen. Nochmal ein Schädelsplätterer. Oha! Was habe ich denn verpasst? Das läuft ja insane hier. Isaac Graves Tagebuch. Die Bezahlung war üppig, die Zusatzleistungen gut. Und am wichtigsten, sie versprachen mir, dass ich einen Beitrag zu modernster medizintechnischer Forschung leisten würde. Für einen Universitätslehrenden aus nirgendwo Amerika war das eine unglaubliche Chance. Wie ein Gewinn im Lotto. Also nahm ich an. Ich überzeugte meine Familie und wir sind hier nach Raccoon City gezogen. Nun, im Nachhinein weiß man es immer besser. Dieses Labor ist eine Höhle von Monstern, die grausame und barbarische Experimente mit dem einzigen Zweck durchführen, menschliches Leben in der abscheulichsten Weise zu nehmen. Es ist krank. Die Welt muss davon erfahren, aber jedes Mal, wenn ich mir genug Mut ansammle, um Alarm zu schlagen, muss ich an Penny und Casey denken und krieg sofort kalte Füße. Umbrella hat diese Stadt in der Tasche. Es gab da diesen Typ, den sie dabei ertappten, wie er Firmengeheimnisse nach draußen schmuggelte. Sie haben ihn regelrecht an die Betas verfüttert. Ich habe alles mit angesehen. Ich habe meine Frau und Tochter damit reingezogen. Ich muss nur meinen Job machen. Nur machen, was sie mir sagen. Ihretwillen. Aber dies soll ein Beleg dafür sein, dass ich ein Gewissen habe. Und dass ich meine Lektion gelernt habe. Das ist das, was ich letztens mit euch besprochen habe, ne? Dass Informationen nach außen leiten, die eine Sache ist. Oder Informationen haben, die eine Sache ist. Aber diese dann auch wirklich nach außen zu bringen, nochmal eine ganz andere. Weil eben meistens Familie mit drin steckt. So. Okay, also hier werden quasi all die Dinge erforscht, die im Hauptnest nicht erforscht werden. Ja, also quasi alles, was sonst noch so zur Entwicklung eines Virus dazugehört, wird hier im Nest 2 gemacht. Crazy aber auch schon wieder, dass es überhaupt ein Nest 2 gibt.
Daran denkt man gar nicht beim Spielen von Resi 2. Essay zur Impfstoffsynthese. Dr. Nathaniel Barth, leitender Forscher. Für die effizienteste Synthese eines Impfstoffes sind sowohl ein Antigen und ein Adjuvans erforderlich. Das Antigen produziert eine Immunreaktion, während das Adjuvans die Wirkung in solche Reaktionen verstärkt, was zu einer erhöhten Antikörperproduktion führt. Indem man Proben dieser beiden Stoffe kombiniert, bekommt man eine potente Impfstoffbasis. Indem man diese Impfstoffbasis mit unserer eigenen Verarbeitungsanlage aufbereitet, kann eine größere Menge Impfstoff erstaunlich leicht hergestellt werden. Darüber hinaus führt die Verwendung meiner neuesten Antigen- und Adjuvanzproben zu beispiellosen Raten der Antikörperproduktion. So wird eine mehr als 1000-fach höhere Antikörperproduktion als durch traditionelle Stoffe erreicht. Dadurch ist die Arznei nicht nur ein effektiver Impfstoff, sondern kann womöglich auch dazu eingesetzt werden, bestehende Infektionen zu beseitigen. Und jetzt werden wir, glaube ich, alle sehr hellhörig. Sicherheitsschlüssel erfolgreich erstellt. Was haben wir denn hier? Sicherheitsschlüssel entfernt. Okay, ein USB-Stick mit einem Sicherheitsschlüssel. Wenn ich das richtig mitbekommen habe. So, irgendwo hier soll angeblich noch irgendwie Loot oder sowas liegen? Legen Sie zum Start der Impfstoffsynthese die Rohstoffe in die Kammer. Okay. Synthese? Ich muss ihn selbst herstellen? Okay. Ich muss rausfinden, wie. Naja. Schaffen wir schon. So, ich gucke mich jetzt hier noch einmal um. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es hier noch was zu finden gibt, aber auf der anderen Seite habe ich auch das Gefühl, ich finde es nicht. Aber das soll uns jetzt erstmal nicht weiter aufhalten. Vielleicht hier drin? Nee. Das heißt, ich muss jetzt irgendwo die beiden Rohstoffe finden, die zur Produktion notwendig sind. So, aber wo muss ich denn lang, Freunde? Wo muss ich denn lang? Wo kann ich diesen USB-Stick einstecken? Wahrscheinlich bei der geschlossenen Tür unten eventuell, Guys. Stimmt, wir hatten ja unten noch die eine geschlossene Tür. Ich habe jetzt nicht geguckt, aber vielleicht war da ja ein USB-Slot. Ne? Vielleicht können wir da ja unseren MP3-Player anstecken. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr auch noch einen MP3-Player hattet, der eigentlich ein USB-Stick war. So, geht das? Das sieht gut aus. Optimal, Freunde. Oh, hallo. Das ist nicht so optimal. Ah. Lebst du noch? Nein. Oh Gott, da kommen ja richtig viele. Okay, jetzt müssen wir Gas geben, Freunde. Drei von denen. So, zack. So, und wir müssen die töten, bevor sie aufstehen. Genau, wir müssen ihnen genug Schaden machen, dass sie sich nicht heilen können. So, solange sie dampfen, heilen sie sich wieder. So. Aber wenn man ihnen genügend Schaden macht, dann dampft hier gar nichts mehr. Versandbestätigung. Fracht Nemesis. Oh nein. Gefahrengut Klasse 1. Transit in den Vereinigten Staaten ist per Helikopter durchzuführen. Lassen Sie beim Abheben und der Landung extreme Vorsicht walten. Ein Schock gegen das Paket kann unter Umständen zur Eigenaktivierung führen. Wir hier in der europäischen Zweigstelle freuen uns schon darauf, Ihre Meinung und Einschätzung zu diesem neuesten Prototyp zu hören und sind erfreut, Ihnen dieses Muster zu Testzwecken zuzusenden. Es wurden zahlreiche Tests unterzogen und verfügt über eine unglaubliche Zerstörungskraft. Bitte lassen Sie bei einem Einsatz äußerste Vorsicht walten. Dr. Hermann Franke. Das ist auch der deutscheste Name, den Sie sich hätten überlegen können. Das heißt, dieser Nemesis-Knecht, das ist sogar eine europäische, oder wenn man dem der Namensherkunft vertrauen darf, sogar eine deutsche Erfindung. Ja, auch eine Sauerei. Ja, aus meinem Heimatland hier. So, wir finden hier ein bisschen Flintenmunition. Ich denke auch bei der nächsten Kiste, die wir finden, werde ich mir aus dem Schießpulver mal neue Flintenmunition herstellen. So, und jetzt könnte ich aber auch hier die Treppe noch hoch. Jetzt habe ich irgendwie mehrere unterschiedliche Wege, die ich gehen kann. Wobei, wenn ich hier die Treppen hochgehe, gibt es zumindest kein Loot mehr für uns. Das habe ich auf jeden Fall gesehen, aber wir gucken mal nach. Also das Schießpulver werde ich definitiv für Flintenmunition verwenden, weil das wirklich mit Abstand die beste Waffe ist. Aha! Das dachte ich mir doch, dass einer von euch beiden lebt. Die Kontrollschüsse müssen sein. Und das sieht nach etwas aus, was wir gebrauchen können. Ist das das Antigen oder das Adjuvans? Eine Kulturenprobe. Eine Antigenprobe.
brauche ich definitiv Impfstoff. Lebt er noch? Nee. Die Leiche ist auf uns gestolpert. Bitte um Waffengenehmigung. Sehr geehrter Dr. Emerson, ich möchte Sie offiziell darum bitten, die Waffen, die normalerweise dem Biowaffen-Synthese-Team vorbehalten sind, auch den Mitarbeitern zugänglich zu machen, die mit der Aufnahme und Verabschiedung von Testpersonen beauftragt wurden. Diese Testpersonen sind zwar nicht so gefährlich wie unsere Biowaffenprodukte, aber ich glaube, dass diese Waffengenehmigung ratsam ist, wie unten erläutert. In letzter Zeit haben einige Testpersonen eine neue Mutation entwickelt, die sie mit sehr hohen Regenerationsfähigkeiten ausstattet. Unser Team nennt sie Paleheads. Ihr Vorkommen ist regelmäßig, aber der spezifische Grund dafür muss noch gefunden werden. Durch die erstaunliche Regenerierungsrate dieser Paleheads ist es schwierig, sie mit herkömmlichen Waffen zu töten. Im Fall eines Systemausfalls der Anlage wäre unser Waffenarsenal nicht ausreichend. Aus diesem Grund bitte ich darum, alle Mitarbeiter in den Abteilungen für Versand und Abfertigung mit Waffen mit hoher Feuerkraft auszustatten, die in der Lage sind, Paleheads zu töten. Dadurch wird sichergestellt, dass wir im Notfall die Gefahr schnell eliminieren und evakuieren können. Ja, das sind genau die Viecherfreunde, die wir jetzt hier... Nein, nicht wegwerfen, um Gottes Willen, die wir jetzt hier schon regelmäßig getroffen haben. So, und wir stellen mehr Flintenmunition her, weil 3 Schuss reichen, um hier Feierabend zu machen. So, hier ist erstmal nichts, sehr gut. Da haben wir jetzt quasi die Erklärung für die Monster bekommen. Gegen die wir jetzt hier schon des Häufigeren gekämpft haben. So, da kommt schon wieder ein Palehead. Der kleine Sohn. Dampft er noch? Er dampft noch? Jetzt nicht mehr. Das gibt mir so Attack on Titan Vibes. Holy shit. Also Dampf als Regenerationsfähigkeit darzustellen, das hat sehr Attack on Titan Vibes. So, lebst du noch? Nein. Offensichtlich nichts. Und jetzt brauchen wir noch dieses Adjuvans oder wie es hieß. Oder Adjuvans oder... Ich habe keine Ahnung, was das für ein Wort sein soll. Nochmal normales Schießpulver. Du lebst auch nicht mehr. Wie gesagt, dieses Überprüfen finde ich ist einen Pistolenschuss wert. Weil man einfach die Sicherheit bekommt, ob man gegen den Dude, der da liegt, noch kämpfen muss oder nicht. So, hier geht es erstmal nicht lang. Und hier scheint irgendwas zu sein. Oh! Ein Schädelsplätterer. Hallöchen! Und da haben wir sogar ein Erste-Hilfe-Spray. Jetzt habe ich 3 volle Heilungen im Inventar. Das ist irgendwie ein bisschen lost. So. Was schiebe ich hier gerade rein? Irgendwas aktivieren wir. Das sieht aus wie eine überdimensionierte Sicherung oder sowas. Okay. So, ist hier sonst noch was? Nein. Oh boy, das sieht doch alles sus hier aus. Das sieht doch alles sus hier aus. Oh Bruder, hier werden diese Hunter produziert. Und die sehen alle aus wie irgendwelche Vorversionen von Nemesis. Ja genau, Tyranten, so heißen die. Hier ist nochmal Schießpulver. Pass auf, dann kombinieren wir die einfach mal. Ich meine, Brandgranaten haben oder nicht haben, ne? Das sind alles Tyranten, holy shit. Aber richtige Missbildungen teilweise. Oh, und ich habe auch ein Autosave bekommen, guys. Man kriegt selten ein Autosave in diesem Spiel. Aber meistens an Stellen, wo es sehr frustrierend wäre, wenn man es nicht hätte. Und das ist meistens vor riesigen, nicht erwartbaren Kämpfen. Okay. Und ist noch mein Koffer. Da ist irgendwas drin. Hallo? Okay. Warte mal. Da geben wir jetzt mal ordentlich Gas. Oh, ich bin auch rot tatsächlich von den Leben. Passt auf. Dann nehme ich mal hier eine Heilung. Sehr schön. War vielleicht ein kleiner Overkill. Du lebst noch? So, jetzt schauen wir mal nach. Ah, das ist ein Palehead. Deswegen lebt er noch. Okay. Okay, das war in Ordnung. Hier haben wir nochmal Sprengstoff. Da kann ich mir gleich wieder irgendwas machen. So, hallo. Okay. Die macht nicht den Schuh. Aber jetzt. Nee, immer noch nicht.
Sehr gut. Je mehr Lappenmunition man für Zombies verwendet, desto besser. Und hier ist nochmal ein Sprengstoff. So, wenn ich jetzt euch beide verbinde, kommt dann wieder diese Brandmunition raus? Ja, okay. Was haben wir hier? Schießpulver? Das können wir auch kombinieren zu normaler Pistolenmunition. Die kann ich sogar gleich in meine Waffe laden, weil man in der Waffe, die wir hier aktuell haben, ein insane hohes Magazin hat. Und bist du ein Adjuvant? Wahrscheinlich, ne? Ja. Schön, wir haben es. Ausdruck meiner Besorgnis. Sehr geehrter Dr. Frankel, bitte erlauben Sie mir, Ihnen meine herzlichste Gratulation für die Fertigstellung von Nemesis auszusprechen. Ein fürwahr beeindruckender Erfolg im Bereich der Biowaffenforschung. Einen parasitären Organismus in das Gehirn eines Tyranten einzuführen und ihn extern zu kontrollieren? Ich kann nicht umhin, von einer solch brillanten Idee beeindruckt zu sein. Jedoch muss ich von einem medizinischen Standpunkt aus meine Missbilligung zu diesem Abweichen von den etablierten Umbrella-Richtlinien aussprechen. Indem Sie sich der Verwendung von Parasiten zugewandt haben, schaffen Sie einen gefährlichen Präzedenzfall. Viren können im Zaum gehalten werden. Ich bin der festen Ansicht, dass für jedes Virus auf der Erde ein effektiver Impfstoff entwickelt werden kann. Üppige Förderung und genug Proben vorausgesetzt natürlich. Können Sie jedoch deshalb dasselbe über Parasiten sagen? Ärzte haben vergeblich versucht, einen Impfstoff für Malaria zu entwickeln. Parasiten wie das Plasmodium sind genetisch weitaus komplexer als das T-Virus und zu glauben, man könnte sie steuern, ist äußerste Torheit. Womöglich sind Konsumenten in ihrem Land gewillt, PKWs ohne Bremsen zu kaufen, aber hier in Amerika wissen sie es besser. Kleiner Seitenhieb an die deutschen Autobahnrichtlinien. Aber mir fällt ein, dass Sie ja einen Abschluss in Wirtschaftslehre besitzen, also haben Sie sicherlich schon einen brillanten Marketingplan erstellt, um die Schwarzmaler für sich zu gewinnen. Ich freue mich auf Ihre Rede im Forum in Berlin nächsten Monat. In der Zwischenzeit werde ich medizinische Lösungen zu diesem anmaßenden Problem auskundschaften, das Sie uns aufgedrängt haben. Mit freundlichen Grüßen, Nathaniel Bard. Ja, okay. Ja. So, jetzt haben wir hier die offizielle Bestätigung bekommen. Und ich habe das Gefühl, dass mein Rückweg alles andere als entspannt wird, Freunde. Ich habe kein gutes Gefühl bei meinem Rückweg. Warum haben wir so einen langen Rückweg zur Impfstoffproduktionsstätte? Das lässt doch einfach nur Platz für viele, viele Kämpfe, oder? Ich glaube nicht, dass wir einfach so den Impfstoff in die Hand gedrückt bekommen. So. Oh nein, der zweite Schuss kam nicht durch. Okay, der kam durch. Und jetzt nehme ich hier meine Magnum. Ich habe gelbe Leben, also alles gut. Zack. Habe ich beide auf einmal erwischt? Nein, jetzt passt. Zack. Der lebt nur immer noch. Warte mal. Der hat drei Schuss aus der Magnum gebraucht. Was habe ich denn verpasst? Was habe ich denn verpasst? Der letzte, den wir getroffen haben, hat nur einen Schuss gebraucht. So, da laden wir jetzt direkt mal die Brandgranaten rein. Damit wir hier zumindest granatwerfertechnisch wieder einsatzbereit sind. Aber das war schockierend. Die Anzahl der benötigten Schuss. Ach, shit. Okay, meine Leben gehen wieder auf Rot, Friends. Unschön, unschön. Bist du down? Ja. So, aber ich habe ja ein bisschen Heilung dabei. So ist nicht. Ist ja nicht so, als ob wir keinen Loot hätten, Freunde. Dafür looten wir ja so viel. So, die ganzen Paleheads liegen am Boden. Ich kann mir auch vorstellen, dass hier in diesem Gang nochmal irgendwo was auf uns wartet. Aber, nee. Bisher alles in Ordnung. War hier einer? Nein. Okay. Nee, stopp, das war falsch. Hier muss ich durch. Hm. Okay. Naja. Wir können mal beides einsetzen. Unautorisiertes Material erkannt. Entweder verstehe ich es falsch oder es fehlt ein Schritt. Oder wir setzen erstmal dich ein. Unautorisiertes Material erkannt. Warte mal, ich brauche drei Sachen? Aber das hier ist der einzige Raum, in dem ich noch nicht alles gelootet habe. Was fehlt mir, Freunde?
Ich habe das Gefühl, dass ich beides gefunden habe, was ich brauche. Aber ein Produkt fehlt mir noch. Ich bin stark verwirrt. Ich bin sehr, sehr, sehr stark verwirrt. Schaut mal hier, ich habe doch... Nein, ich habe hier nicht alles gelootet. Da ist noch ein Bereich, den ich nicht leer gelootet habe. Das ist quasi direkt unter mir. Ha. Moment mal. Was geht hier ab? Habe ich irgendetwas übersehen? Muss ja fast, oder? Ich habe das Gefühl, dass mir ein Produkt noch fehlt. Hier im Lager ist nichts. Ich kann aber mal speichern. Ich denke, ein Speichern kann immer von Vorteil sein. So, und wir müssen jetzt quasi an diesem zweiten Treppenbereich. Und einmal hier schräg nach hinten. Hier muss noch irgendwo was liegen, was ich übersehen habe. Bei dem Dude? Ne, der hat nur den Brief. Es ist passiert. Unser Worst Case ist eingetreten. Das T-Virus ist entkommen. Dr. Barth hat mir befohlen, riesige Mengen des Impfstoffs herzustellen. Ich habe eine Kultur des T-Virus-Antigens vorbereitet. Jetzt muss ich nur noch mit einem Adjuvans kombinieren und die Wirkung verstärken. So sollte ich in der Lage sein, genug Impfstoff zu produzieren. Die Adjuvansproben werden im Inkubationslager Labor gelagert. Okay. Ist das das, was mir hier noch fehlt? Nee. Hast du noch irgendwas? Nein, auch nicht. Irgendwas habe ich hier doch übersehen. Aha! Hier ist noch ein Koffer mit Granaten. Okay, aber das war's. Jetzt habe ich doch wirklich alles gelootet, was ich looten kann. Und ich bin doch durch jede Türe gegangen, durch die ich gehen konnte. Warte mal, kann ich die miteinander kombinieren? Ah, okay. Ich dachte, okay, damit ihr kurz meinen Gedankengang nachvollziehen könnt. Ich dachte, wir müssten die beiden Proben einzeln in die Maschine einsetzen, dass die Maschine dann aus diesen beiden Dingern uns den Impfstoff quasi zusammenmischt. Ich wusste nicht, dass ich die beiden gemeinsam mixen muss, also selber manuell gemeinsam mischen muss, um dann die gemischte Suppe hier einzusetzen. Alles klar. So, was geht jetzt ab? Temperature Control. Okay. Okay, jetzt muss ich nochmal setzen. So. Okay. Das hat irgendwie funktioniert. Ja. Das sieht gut aus. Aber ich muss ja irgendwie große Mengen herstellen, oder? Das sieht mir nicht nach einer großen Menge aus. Nein! Oh, Bruder. Aus der Anlage fliehen. In Ordnung, ich werde mein Bestes geben, Freunde. Ich weiß nicht, ob wir hier irgendwie rauskommen, aber wir schaffen das schon irgendwie. Oh, Bruder, das ist doch nicht geil. Oh, Bro. Oh! Oh, schön. Jill ist smart. Oh, diese scheiß Tentakel, Mann. Diese gottverdammten Tentakeln. Ich meine, sie kann sich eigentlich gut in dem Gitter da unten festhalten, ne?
Wie lange muss ich denn das hier tun? Ah! Okay. Wir haben es erneut geschafft, von Nemesis zu flüchten, ne? Aber der Frieden wird nicht lange wahren, Freunde. Das kann ich euch jetzt schon spoilern. So, wir legen mal kurz die Säuregranaten rein. Die beiden Granaten nehme ich mit. So, und dann werde ich jetzt, glaube ich, mir hier zwei hochwertige rausnehmen. Zwei normale rausnehmen. Und die mir jetzt einfach richtig geil so einer ordentlichen Menge Flintenmunition zusammenmischen. So, sehr gut. Dann speichern wir das mal kurz. Top. So. Sieht doch alles mal gar nicht so schlecht aus. Noch mehr Sprengstoff. Ich könnte mir so viele Granaten mischen, ne? Ich habe so viel Sprengstoff. Was will ich? Ich glaube, Brandgranaten finde ich am sinnvollsten, oder? Hier. A und B muss ich mischen für Brandgranaten. A, A. B, B. So. Da müsste ich jetzt eine ordentliche Menge... Oh nein! Oh, ich bin dumm. Wow. Ich habe genau das hergestellt, was ich nicht herstellen wollte. Naja. Alles gut. Passt schon. Ich speichere mal nicht. Wenn ich sterbe, dann kann ich das nochmal nachholen. Erste-Hilfe-Spray. Noch mehr Schießpulver. Das kann ich tatsächlich beides hier reintun. Da habe ich aktuell keinen Bedarf für. So. Und wir müssen jetzt irgendwie herauskommen. Entsorgungszentrum. Diese Einrichtung dient der Liquidation und Entsorgung von Nest-2-Testpersonen. Die starken Lösungsmittel stellen sicher, dass jegliche biologische Materie im Behältnis lebend oder tot für die Entsorgung komplett aufgelöst wird. Bitte befolgen Sie alle Sicherheitsvorschriften. Stellen Sie immer sicher, dass sich keine Mitarbeiter in der Kammer befinden, bevor der Vorgang gestartet wird. Verwenden Sie stets die vorgeschriebene Menge an Lösungsmittel, unabhängig vom Volumen oder der Masse des Materials. Wenn eine Testperson gewalttätig wird, stoppen Sie sie unter keinen Umständen den Entsorgungsprozess. Lassen Sie die Kammer für mindestens 12 Stunden gefüllt und stellen Sie vor dem Trockenlegen eine vollständige Liquidation sicher. Oh boy. In Gottes Namen ist das hier. Wir müssen irgendwie Nemesis da reinbekommen, Freunde. Das ist das Ziel. Wir müssen Nemesis einmal komplett in Säure auflösen, Freunde. Und ich habe gerade oben wieder einen automatischen Speicherslot bekommen. Freunde, ihr wisst es, automatisch speichern in dem Spiel ist meist ein Zeichen für ordentlich Ärger. Vielleicht schaffen wir es beim nächsten Mal, dort unten Nemesis für immer in Säure aufzulösen. Oder auch nicht. Finden wir es raus. Bis zum nächsten Mal bei Resi 3. Dankeschön noch an den lieben Flo, der hier den Kanal mit der höchsten Kanalmitgliedschaftsstufe unterstützt. Riesiges Dankeschön für deinen Support, Mann.